Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, aus ganzem Herzen wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, wie wir begonnen haben, in dieser Nacht uns zu wünschen. So setzen wir fort in den drei heiligen Messen, die dieses Weihnachtsfest, die dieses Weihnachtsfest bedürfen oder dieses Weihnachtsfest bedarf dreier heiligen Messen. Warum? Es ist wahr, dass Ostern das größere und höhere Fest ist als Weihnachten. Es ist auch wahr, dass das über die zeitliche Liturgie hinausgehende Fest der Ewigkeit, der ewigen Glückseligkeit, der Glorie im Himmel, da natürlich noch ein höheres Fest ist als das höchste liturgische Fest, das es gibt, Ostern ist, und das ist die ewige Glückseligkeit. Nun verstehen wir, warum das Weihnachtsfest dreier heiligen Messen bedarf, denn es muss ja nicht nur in Erinnerung rufen und liturgisch die zeitliche Geburt des Erlösers feiern, sondern es blickt nach vor auf den Seinsgrund, die Zielursache dieser Menschwerdung, die da ist, die Erlösung von unserer Sündenschuld durch den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und danach, dazwischen liegt natürlich dann Pfingsten und das Wirken der Kirche, aber die ewige Glorie. Können wir so sagen, es sind so viele, alle Geheimnisse, die gleichzeitig betrachtet werden, so wie es ja auch die liturgischen Texte bezeugen, dass es dreier heiligen Messen bedarf. Das heißt, die drei Messen von Weihnachten sind nicht das Pariser Kino, wo der Film ständig läuft und man immer wieder einsteigen kann und sehen kann, wie man will. Entweder man beginnt beim Ende. Das ist es nicht. Es hat einen Sinn, dass drei Messen sind. Und wer nicht durch Gesundheit oder sonstige wirklichen Grund verhindert ist, soll den drei heiligen Messen beiwohnen. Und somit feiern wir heute die dritte heilige Messe. Jetzt die dritte heilige Messe haben wir eben gefeiert. Indie am Tag, in welchem also das sonst praktisch jeden Tag gebetete Schlussevangelium zum Evangelium des Tagesfestes wird, nämlich der Anfang des Evangeliums des heiligen Johannes. Darum auch in diesem Evangelium, in diesem Anfang, wo das Wort mit Gott identifiziert wird und die gesamte Schöpfung, all das, was existiert, durch dieses selbige Wort, das heißt durch Gott selber, gemacht wurde, geschaffen wurde. Deshalb geht die Lesung des heiligen Apostels an die Hebräer zuvor, in der der Apostel in einfachen Worten sagt, missversteht ja nicht, was es heißt, dass das Wort Gottes zu sein, was es heißt, der Sohn Gottes zu sein. Und er erklärt ihnen, dass dieser Sohn Gottes, dieses Wort Gottes, dieser menschgewordene Gott über allem und alles steht, selbst über das Höchste, was man an geschaffenen Dingen denken kann, die Engel. Und so führt er aus die verschiedenen Bibelstellen, in denen von den Engeln und zu den Engeln gesprochen wird und sagt, was ist das im Vergleich zu dem,
Was Gott aber zum Wort zu seinem Sohn sagt: Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Dein Thron wird sein in Ewigkeit. Du, wenn er sagt, dieser Sohn, weil zu ihm gesagt wurde, du hast das Unrecht gehasst und das Recht geliebt, deshalb sitzest du jetzt zu meiner Rechten alle Ewigkeit. Somit wird Ostern vorweggenommen, der Triumph des Wortes Gottes über Sünde und Bosheit, weil er die Bosheit, das Unrecht gehasst hat, das ja darin bestand, dass sein eigenes Volk, dessen Blut in seinen eigenen Venen schoss, dieses Blut, dieses Volk und die hohen Priester und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben sich mit fremden Federn geschmückt, haben sich selbst die Ehre, den Platz zuweisen wollen, jene Ehre, jener Platz, welche aber Christus, dem Wort Gottes, dem Messias gebühren. Somit haben die Schriftgelehrten, die hohen Priester, den gleichen Fehler begangen, den Luzifer begangen hat, Satan, dass er einfach den Platz Gottes einnehmen wollte. Gleicher Fehler haben sich einreden lassen, ohne es in dieser Art und Weise so voll gewollt zu haben, Adam und Eva. Darum werden ja auch Adam und Eva gerettet, aber Satan nicht. Diese Ungerechtigkeit hat Jesus Christus, das Wort Gottes, dermaßen gehasst, dass er dafür auch die Strafe auf sich genommen hat, wiederum dies aus Liebe, nämlich die Strafe der Sünde vor allem, des Gottesmordes und der vorangehend auch Erbsünde und unsere persönlichen Sünden, all das hat Jesus Christus am eigenen Leib dann gesühnt. Und deshalb hat er nun gelitten, wie der heilige Paulus sagt, weil er die Gerechtigkeit geliebt hat und die Ungerechtigkeit gehasst hat. Und deshalb wurde er vom Vater gekrönt, belohnt, bezahlt, geehrt. Als Mensch. So wie wir gestern Nacht die Antiphon in Erinnerung gerufen haben. Hodie nobis celorum rex de virgine nasci dignatus est. Heute ist uns aus der Jungfrau der König des Himmels, der Himmel, geboren worden. Darum ist das Wort Gottes, durch das alles und jedes Geringste nicht nur erschaffen wurde, sondern im Sein auch erhalten wird. Und das ist die große Wahrheit, die wir zu Weihnachten mit befreiender Freude feiern. Und somit umso tiefer Tränen der liebenden Trauer vergießen sollen angesichts einer Gesellschaft, die diesen König per Gesetz außer Kraft gesetzt hat im gesellschaftlichen Leben. Und das nicht nur auf zivile, sondern auch auf religiöse Art und Weise. In der Französischen Revolution wurde dieses Königtum Jesu Christi aus der bürgerlichen Gesellschaft und im Zweiten Vatikanum aus der religiösen Gesellschaft verbannt, verstoßen. Das nennt man eben die Apostasie. Der öffentliche Glaubensabfall. Und dieser Glaubensabfall dann des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde bestätigt, bekräftigt, besiegelt mit unzähligen Handlungen der sogenannten, aber nicht in Wahrheit seienden Nachfolger Petri,
die in persönlicher oder eben in institutioneller Art und Weise gehandelt haben, im Namen eben jener Konzilskirche, wie sie sich selber nennen, von der richtigerweise 1990 Erzbischof Lefebvre sagt, das ist nicht die von Jesus Christus sichtbar gegründete Kirche. Dieser Christus wurde also entfernt. Jener Christus, jener Gott, der immer wieder, anfänglich von Luzifer negiert wurde und dann nach der Menschwerdung von allen Heretikern auf eine Art oder auf die andere verworfen wurde, negiert wurde. Und das kann auch eine mehr oder weniger explizite Art und Weise geschehen. Ganz sicher ist die sogenannte Wissenschaft, die sogenannte exakte Wissenschaft und mit ihr die sogenannte aufgeklärte, rationalistische, idealistische Philosophie ist nichts anderes als eine praktische Leugnung des Wortes Gottes, durch welches alles, was existiert, erschaffen wurde und somit dieses Wort Gottes nicht gemacht wurde und eben auch nicht erschaffen wurde, sondern eben Gott ist. Liebe Gläubige, das scheint ein bisschen hochtrabend zu sein, das scheint ein bisschen philosophisch, metaphysisch zu sein. Ich antworte Ihnen, es ist philosophisch, es ist metaphysisch, aber machen wir uns keine Angst. Der Tiroler Bergbauer, der von der Schönheit seiner 3000er Ketten steht, wenn in der Früh sein frisches Gras schneidet und diese Schönheit betrachtet und von dieser Schönheit auf den ersten Ursprung dieser Schönheit und dieser Macht und dieser Größe schließt, nämlich auf den Schöpfer, seien Sie wohl beruhigt, dieser Bergbauer ist in diesem Augenblick absoluter Philosoph, Metaphysiker, ja sogar Theologe. Mit dieser Prämisse, liebe Gläubige, können wir ruhig die Predigt, die Kurzpredigt des heiligen Augustinus, die am heutigen Tag zum heutigen Johannesprolog uns das Brevier zu lesen und zu betrachten gibt, lesen. Man sagt der heilige Augustinus, damit du nicht vom Wort, nämlich das Wort, im Anfang war das Wort, einen niederen Gedanken habest, so als ob es sich um ein menschliches Wort handle, so lausche, damit du wissest, was du zu denken hast. Und so, liebe Gläubige, stellt sich uns die lehrende Kirche vor. Sie verlangt von uns, dass wir hören das, was wir denken sollen, damit wir das Gehörte ja verstehen. Und da sagt er, Gott war das Wort. Nun soll herauskommen so jemand ungläubig wie Arius und soll uns sagen, dass das Wort Gottes gemacht worden sein soll. Wie soll es sein, dass das Wort Gottes gemacht wurde, wenn doch Gott durch dieses Wort alles gemacht hat? Wenn dieses Wort von Gott gemacht wurde, ja, fragt sich dann der heilige Augustinus richtigerweise, durch welches andere Wort wurde also dieses Wort gemacht? Und fährt fort, wenn du sagst, dass dieses Wort gemacht wurde von
einem Wort des Wortes, dann sage ich dir, dieses Wort, wodurch dieses andere Wort, von dem du sagst, dass es gemacht wurde, dann sage ich dir, dann ist eben dieses Wort, das ich meine, dass das Wort Gottes ist und die zweite göttliche Person. Wenn du dann nicht zugibst und nicht annimmst ein Wort des Wortes, so gestehe zumindest ein, dass das eine durch das andere gemacht wurde. Denn es kann nicht sein, dass das Wort, wodurch alles gemacht wurde, sich selbst gemacht hat. Gläubige, natürlich, es ist in einfachster Art und Weise, aber doch streng logisch abgehandelt, eine ganz einfache Wahrheit. Diejenige, die ja Gott selber ist. Aber das lernen wir ja mit großer Freude und Staunen schon im Katechismus, wenn gelehrt wird, wer Gott ist. Wer ist Gott, ist die erste Frage. Jenes vollkommenste Wesen. Was gehört zu dieser Vollkommenheit hinzu? Zuallererst, dass dieses vollkommene Wesen durch nichts und niemanden gemacht wurde. Da ist auch das sechsjährige, fünfjährige Bub im Katechismus, Metaphysiker im größten, eigentlichsten Sinn des Wortes und kommt mit seinem kleinen Kopf und kleinen Hirn, das eine Geistseele birgt, an die höchste Spitze des Denkens und kann ruhen im Erfassen eines Seins, das von niemandem und durch nichts gemacht wurde und somit absolut Erstes und Erster ist, und das ist Gott. Darum, erklärt der heilige Augustinus, sagst du mir, dass das Wort, durch welches alles erschaffen wurde, auch erschaffen wurde, sagt er, sei es. Aber wenn es ein Wort gibt, durch das alles erschaffen wurde, das auch gemacht wurde, dann muss ja irgendetwas dieses Wort gemacht haben. Und was ist dieses andere Wort? Ist das wieder ein Wort, das gemacht wurde? Dann ist das wieder durch ein anderes Wort gemacht worden. Ja, mein Lieber, sagt der heilige Augustinus, wie lange willst du noch zurückgehen in die Kette der Worte, die Worte gemacht haben? Du bist gezwungen, an das Wort zu gelangen, das als Erstes steht und durch das alle anderen Worte gemacht. Und jetzt kannst du Wort und Worte ersetzen mit Gott und alle Dinge in der Welt. Und du hast auch dem höchsten Atomphysiker den Schlüssel in die Hand gegeben, von der Krankheit zu heilen, die darin besteht, zu meinen, dass je kleiner die Partikel ist, die ich im Zyklotron entdecke, umso näher komme ich zu der Materie, die das Sein der Materie vollständig erklärt. Du entfernst dich immer mehr von der Realität, die auch die materielle Realität gründlichst erklärt und von ihr Rechenschaft gibt. Und das ist derjenige Schöpfergott, jenes Wort, das dieses Ding aus dem Nichts ins Sein beruft und im Sein erhält. Und dann, je nach Dingen und je nach Arten, die Gesetze auch erhält, dass die Sachen unterschiedlich und artunterschiedlich existieren und fortexistieren. Welche, liebe Gläubige, welche masochistische, brutale Selbstverstümmelung und somit eigentlich eine Sünde gegen das fünfte Gebot. Ich soll es nicht morden, man soll auch nicht schwer schädigen, weder einem anderen, aber auch nicht sich selbst. Welche Selbstverstümmelung Christus
und zwar den Mensch gewordenen Christus, den wir heute in der Krippe küssen, aus dem Weltgeschehen, aus der Welterklärung, aus dem sozialen, politischen Leben zu entfernen und somit auch aus dem eigentlichen persönlichen Leben. Das ist ja wirklich eine Freikarte in die Hölle, die dann das Zweite Vatikanische Konzil und die sogenannten laizistischen Staaten unterschreiben und verteilen. Wehe uns, möge im Gegenteil die Freude des Weihnachtstages in uns die Finsternis des Geistes erhellen und möge sie auch jene Menschheitsverderber, die diese falschen, gotteslästerlichen Lehren sowohl der Aufklärung als auch des Zweiten Vatikanischen Konzils verbreiten, mögen diese erleuchtet werden. Und wenn es zur Erleuchtung die Bestrafung braucht, mögen sie auch ruhig bestraft werden. Aber wichtig ist, dass sie erleuchtet werden, dass sie gerettet werden und nicht selber und Massen ins Verderben stürzen. Möge die allerseligste Jungfrau Maria uns diese Gnaden gewähren. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.